Okay, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess. Ich habe versagt, ich habe 10.000 Mal hier versagt schon. Ich habe ehrlich noch immer keine Ahnung, wie ich das Rätsel hier lösen soll. Aber ich habe mir jetzt schon Gedanken drüber gemacht und ich werde erst einmal versuchen, den oberen Guardian jetzt einmal so positionieren zu lassen, während ich den zweiten auch gleich hoch positioniere, dass ich es schaffe, dass ich beide einen sowohl oben als auch den anderen direkt unten stehen habe. Das werde ich aber erst machen, wenn ich den... So, jetzt habe ich einmal beide auf einer Linie. Und jetzt... Nein, das geht nicht. Ja, das geht, aber das bringt mir auch wenig. Herzlichst wenig. Dich bringe ich nur so hoch. Okay, mal überlegen. Okay, ich muss das anders machen. Und zwar, ich muss den hier oben hin positionieren, damit ich einmal hier rüber komme. So, und jetzt sollte es eigentlich möglich sein. Denke ich mal, ich habe ehrlich jetzt gerade keine Ahnung. Oder ich stelle mich mal bis ganz nach unten, weil ich kann den Typen, der ganz unten ist, nicht ganz nach oben bewegen. Jetzt kann ich ihn aber bis ganz nach oben bewegen. Naja, ich habe irgendwie die Befürchtung, ich habe es wieder falsch gemacht, aber ich habe auch irgendwie die Befürchtung, ich kann es noch ausbessern. Mal sehen. Den zweiten muss ich mir irgendwie so hinstellen, dass ich ihn noch weiter zusammenquetschen kann. Aber dann kann ich auf jeden Fall nicht mehr nach rechts gehen. Aber ja, ich kann es mir noch ausbessern. Aha, interessant. Soll mir recht sein. Das heißt, ich habe ihn wieder auf... ich habe keine Ahnung. Wisst ihr was, Leute? Wir treffen uns gleich wieder, wenn ich es geschafft habe. Okay, Leute, dann wollen wir es jetzt nochmal versuchen. Und ich habe eine Technik gefunden, wie ich es mache. Ich weiß nicht, ob es die schnellste ist, aber ich schaffe so am schnellsten, meiner Meinung nach. Weil ich habe keine Ahnung, wie ich sonst machen soll. Was ich hier versuche, ist mich zuerst einmal hier... Also ich konzentriere mich jetzt nur auf den unteren Guardian jetzt. Und stelle mich eins rechts oben, eins diagonal von ihm. Dann versuche ich, ihn in die Ecke zu schieben. In diese Ecke hier. Und stelle mich neben ihn. Was ich dann versuche, ist, diesen Guardian raufzubringen. An dem anderen Guardian vorbei. Und mich dort wieder teile, weil sonst kann ich nicht nach links springen. Also, nach oben. So, und jetzt kommt der Fun Part. Jetzt versuche ich beide so hinzustellen, dass sie sich in der Mitte gegenseitig anstoßen. Und zwar genau so, damit ich bis ganz nach unten komme. Und nun geht's wieder weiter, weil ich kann nur nach links. Und versuche den links oberen jetzt einmal so abzustellen, dass ich den rechten, dass der mich eigentlich nur verfolgt. Also ich versuche jetzt nur noch hier in diesem 6er Pattern, ich kann es hier zeigen, ich versuche jetzt nur noch hier in diesem Teil hier mich herumzubewegen, bis die beiden sich wieder hier stoßen, dann kann ich nämlich auf dem hier weitergehen. Ich hoffe, es funktioniert. Nein, es funktioniert natürlich nicht, weil dieser Typ jetzt gerade dort ist, wo ich war. Okay, probieren wir es nochmal so. Und so dürften sie sich wieder zurück bouncen. Bounce!
Schauen wir mal, ob es diesmal geht. Ich glaube nicht, weil er ist schon wieder an derselben Position. Ah, Mist. Ich glaube, ich hatte es diesmal. Anscheinend doch nicht. Naja, dann versuche ich den anderen nochmal raufzubringen, weil der links oben kann jetzt nicht mehr weggehen. Ah, wie bringe ich den am besten hoch? Das ist jetzt shit. Okay, irgendwie habe ich es jetzt geschafft, dass die wieder auseinanderkommen. Nein, oh mein Gott, ich habe es vorhin geschafft, jetzt schaffe ich es nicht mehr, oder wie? Mist. Nein, ehrlich, Leute, Mist. Vorhin hatte ich's doch gerade. Dann springe ich halt etwas weiter rauf, damit ich den unteren einmal hochbringen kann. Oh, jetzt steckt der wieder neben mir. So, dich möchte ich aber trotzdem wieder reinbringen. Und das schaut schon besser aus. Das schaut schon etwas besser aus hier. Ja, das schaut sehr gut aus sogar. Okay, Leute, wir haben es geschafft. Ich bin happy. Halleluja. Ein Video mit Rätsel. Aber ich hoffe, ihr habt das Prinzip erkannt, was ich hier versucht habe. Ich habe zuerst den einen versucht hochzustellen und in derselben Zeit mit dem zweiten in einer Reihe zu stehen, damit ich den auch hochbringen kann. Und anscheinend war es der falsche. Okay. Also, wir haben Zutritt zu einem heiligen Hain. Endlich. Und könnt ihr sehen, es ist das heilige Schwert. Ansehen? Wow. Wow. Ja, da wir noch etwas Schattenpower in uns drinnen haben, was Sand uns gegeben hat. Und jetzt komischerweise draußen ist, oder eher glücklicherweise. Weil es auch die einzige Möglichkeit war. Ach, und wenn wir schon das beim Heiligen Schwert sind, nehmen wir uns gleich einmal das Schwert gleich raus. Und wir erhalten das Masterschwert. Das Schwert erkennt dich als seinen Meister an. Masterschwert erhalten. Gut. Und dieses kleine Ding verfügt über die Magie, die dich gefesselt hat. Ja, das heißt, wir können uns jederzeit zurückverwandeln, weil wir haben das Masterschwert jetzt auch bei uns. Sie hat eine Bitte an mich. Hast du nicht Lust, mit mir zusammen einen Schattenspiegel zu suchen? Er ist irgendwo in Hyrule. Weißt du, der Schattenspiegel ist womöglich der einzige Weg zu Santo. Na klar werde ich dir helfen. Ich find's schön, dass Midna endlich einmal positiver ist. Also nicht dauernd, du bist mein Tier, du musst alles tun, was ich dir sage.
Ja, jetzt scheint sie etwas hilflos zu sein. Und wir haben das Masterschwert. Stech, 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 stech. Und ja, ich könnte mich rein theoretisch jetzt einfach mal gleich wegporten und alles, aber...